herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Kuhnfelder. Was mache ich hier denn eigentlich? Warum sollte ich den LKW tauschen? Ist doch völlig unnötig. Ich kann einfach mit dem hier fahren. Alter, diese Logik, diese nicht vorhandene Logik. So, weil ich muss ja mit dem LKW dann wieder zur Zelluloseproduktion. Also es macht gar keinen Sinn, wenn ich jetzt einen LKW tausche. So, aber herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich muss zu Mehmet, das heißt, ich muss vorne links abbiegen und dann an der nächsten Kreuzung ist er schon, um da was zu erledigen. Wer die Folge gestern geschaut hat, der weiß, um was es geht. Da habe ich es nämlich am Ende schon angeteasert. So. Die anderen müssten schon da sein. Es sind nicht so viele, aber der harte Kern. Müsste da sein. Bin ich schon jetzt hängen geblieben? Scheiß Fass. Nabend. 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 Was los hier? Zumindest rein optisch. Ja. Rockstar, Punch bitte, danke. Und, was geht so? Ja, alles gut. Alles gut. Perfekt. Oh. Du fährst hoffentlich heute nicht mehr. Das ist alkoholfrei zur Info. Alkoholfrei heißt nicht alkoholfrei. Ah. Also ich sag mal so, wir stellen nicht nur alkoholische Getränke her, ne Marlon? Ja. Naja. So, was machen wir denn nur hier? Ja, wir wollen jetzt ein Autorennen machen. Ich sehe die Hand vor Augen nicht und du willst ein Autorennen machen. Ja. Guck mal, wenn ich keine Taschenlampe anmache, sehe ich nicht mal Björn. Ja. Du kannst dann einfach auf die Rücksitzbank legen und eine Runde schlafen oder so. So, auf jeden Fall, ich sag das jetzt kurz machen. Die Strecke. Ja, sag mal an. Also, wenn man bei der Karte geht an der Brauerei vorbei, heißt erstmal weit 11 vorbei, dann da bei der Brauerei. Dann zur Raffinerie, beim Holzhacker vorbei, bei der Durex-Produktion vorbei. Dann beim Sägewerk vorbei und dann einfach durchfahren bis Mehmet Südost ist. Okay. Und auf dem Parkplatz treffen wir uns dann wieder. Aber denkt dran, Leute, es sind zwei Blitzer auf der Strecke. Ja. Feld 92 steht einer. Und bei der Durex unten. Da bin ich die Woche schon zweimal reingefahren. Eieiei. Oh, aber mach grad gut Umsatz, Björn. Diese Woche ist super. Ja. Hört sich doch cool an. Wird noch besser, wenn wir jetzt endlich mal loskommen. Ich habe keine Zeit. Ja, dann setzt euch in die Autos rein. Wem gehört das Babyblau? Das ist unsers. Passt zu dir. Der Volker darf noch mal ein bisschen vorfahren. Ja, gerne. Noch ein Tick.
Ja. Ist Rum erlaubt? Rum ist verboten. Ach, ja, eigentlich schon. Ja, doch, ist schon verboten. Ich dachte, wir spielen ein bisschen Boxauto. Warum machen wir denn nicht den ganzen Scheiß hier? Jo, du! Wir sind jetzt 2 Jahre. Also nicht 2 Jahre hier, sondern früher noch auf der Schwarzhängel und jetzt hier. Also 2 Jahre kennen wir uns schon. Jo, heidenei. Mann, so lange schon. Ei. Inzwischen bin ich auch Millionär. Also noch nicht auf dem Konto, aber zumindest was Investment angeht. Ah, ich weiß noch, damals habe ich mit 0 Euro angefangen. Nee. Gott. Bist du, glaube ich, noch mit dem Schiff hier nach Schwarzingen gekommen dann, ne? Yo, scheiß Container da. Und dich werde ich nie vergessen. Ich dich auch nicht. Da ist noch ein bisschen was passiert. Ja? Aber es ist vieles passiert, vieles. Ja. Ein bisschen zu viel eigentlich. Es wird irgendwann auf deinem Grabstein stehen. Ja. Also, gut, machen wir los. Jo. Ach, noch kurz. So. Jo. Motor sind bei jedem an. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ah, ich habe kein Licht an. Ups. Nein. Ah, nein. Ja, toll. Schon verkackt, ey. Nicht mal. Oh. Da habe ich was gesehen. Ganz hinten. Oh. Da war was. Da kommt ein Blitzer. Ach, der ist 100. Glaube ich. Oh, Alter, man sieht nichts. Da ist einer. Oh, nee. Oh. Wer ist denn der Orange? Ich will die Straße nicht mehr. Ja, mach mal einen durch dran hier. Gerade durch. Ah, einen hab ich. Wer war denn das, Björn? Du? Jo. Die nächste Marlon, rechts. Sag mir mal vor. Nächste rechts. Oh. Aber noch es wurde, glaube ich, einer im Schild hängen geblieben. Ah, ja. Nein! Oh, Mist! Ich auch. Oh, Scheiße. Zieh, Junge! Komm, gib Gas! Ah, da vorne sehe ich auch was flackern. Boah, gib Gas, Junge! Gib Gas! Jetzt gleich rechts. Gleich kommt die beliebte Stelle, wo Volker seinen Unfall hatte. Jetzt kommt er wieder auf Touren, ja? Oh nee! Auf die Straße! Ich sehe sie nicht. Ah ja! Wo lang? Nächste? In die Straße folgen. Also geradeaus? Ja, einfach der Straße folgen jetzt. Einfach gerade durch. Hoffentlich fahren sie in Blitzer. Jetzt links? Ja, links. Windschatten. Ist einfach eine lange Zeit geradeaus. Also bis jetzt sieht's noch gut aus. Björn, du hättest abbiegen müssen. Ja. Voll. Nicht zu früh freuen, da kommen vielleicht noch ein paar Bäume auf uns zu. Oder Schilder. 12.899 Euro Blitzer. Da war ich billiger, ich war nur bei 10.000. Echt? Ja. Scheiße. Boah, ich sehe nichts mehr. Jetzt erst? Die Straße ist irgendwo rechts. Ja, jetzt fahr doch mal dahin, Junge. Ich sehe nichts. Nein, leck. Ah, leck und Schild. Shit, ey. Achtung, die nächste jetzt gleich rechts. Das ist ein Feldweg. So, kein Feldweg, aber
Ein Schotterplatz. Jetzt hier rechts. Oh, du fährst vorbei. Hier links jetzt. Hier links, da rechts. Was denn nun? Jetzt fahr. Bei Memlet stehen bleiben. Dann, ja, okay. Andere Seite. Ja, genau rechts nehmen wir uns jetzt ein. So. Da ja, geht's zum Dings und da muss jetzt gleich die Einfahrt kommen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ja. Hä, hey, wer war jetzt der Blaue? Wer war jetzt Erster? Oder wart ihr schon mal da? Wir waren schon da. Ja. Was sagt der Schiri? Ich bin mal nicht so. Volker war zuerst da. Ja, ich weiß ja nicht. Du hast gesagt links und dann stehen bleiben. Ja, bei Mammoth halt, ne? Ja. Euer erster Platz wird sowieso aberkannt. Ihr wart zu zweit, hallo? Keine Schiebung. Ihr wart ja, bergunter schneller. Volker kriegt den ersten Platz. Wir haben keine Wegweiser gehabt. Ja, das auch nicht. Ja, okay. Nikolas, gehen wir dann auf den letzten Platz? Ja, komm, wir wollen ja keine Popo-Punkte sein. Tja, okay. So ist das. Guter so. Der letzte Platz erhält 50.000 steuerfrei. Oh. Der zweite Platz erhält 75.000. Und der erste, und der erste? Und der erste, kannst du sagen. 1 Euro. Ja, 1 Euro. Ne, 100.000. 100.000 abgezogen. Na komm. 100.000. Das sind die 13.000 Euro Blitzerkosten wieder drin. Ja. Jo, danke euch. Schön war's. Merci, vielen Dank. Jetzt können wir uns noch ein Bierchen holen. Aber nicht bei Mimik, weil der ist. Da gibt's kein Bier. Oh ja, 2 Jahre, ey. Ah, so schnell vorbei. Für die, die die Videos schauen von mir, ihr könnt gerne mal bei dem YouTube-Kanal Malonation vorbeischauen, Malonation. Da ist um 15 Uhr ein Best-of rausgekommen. Und an welchem Datum? Heute. Heute müsste der 27.05. sein. 6. Ne, 5. Ja, 5. Das ist schon richtig. Jo. 2 Jahre sind wir jetzt schon dabei. Tja. Bei der ganzen Geschichte. Es gibt ein paar konstante und ein paar weniger konstante Teilnehmer. Aber alles in allem hat es ziemlich viel Laune gemacht. Mhm. Und ja, vielleicht finden sich wieder die einen oder anderen mal wieder ein, dass es mal wieder ein bisschen mehr Aktivität gibt. Dann würde mich freuen. Sind ja auch viele ausgewandert. Ja, Auswanderungen gab's. Warum auch immer zum Teil, also nicht immer nachzuvollziehen. Aber so ist es nun mal. Jo. Und wir gucken einfach mal, wie lange es hier weitergeht. Kurzer Teaser auch für LS22. Die Map hier wird auch für den 22er dann ready gemacht. Und Malonation, beziehungsweise Björn. Für den 19er soll es nochmal ein Update geben. Jo. Also. Da sind wir dran. Da gibt's nochmal was. Bugfixes hauptsächlich nicht viel wirklich Neues. Aber eben Bugfixes und bisschen Deko. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Okay. Lasst euch überraschen.
Ja, genau. Jo. Gut. Dann würde ich sagen. Fahren wir mal wieder zurück. Noemi? Ja. Jetzt meine ich gleich mal einen Mercedes mitbringen können. Ja, der ist ja noch nicht geliefert worden. Ach, Mist. Und der muss noch gebaut werden. Und so spät abends liefert auch kein. Du hast den Mercedes bestellt. Jo. Läuft. Jo. Mann. Kondor habe ich auch gekauft. Aber Volker? Sehr schön. Ich hole dann gleich deine Horsch ab. Ah, supi. Und was ich nochmal verkünden wollte, die Neuwahlen stehen ja jetzt bald an. Ach. Genaues Datum gibt's nicht, aber man kann sich schon mal darauf vorbereiten. Wollte ich nur schon mal sagen. Gemeinderat 1, Gemeinderat 2, Gemeinderat 3. Okay. Ja, ich glaube, ich werde mich nicht aufstellen lassen. Ja, wird's halt wieder neu, aber so viel Auswahl gibt's ja nicht, ne? Tja. Was sagst du, Mehmet? Du willst. Vielleicht hält bis dahin ja noch ein Schiff hier an. Ha? Vielleicht hält bis dahin ja noch ein Schiff hier an. Ja, das wäre mal schön. Oder Flieger oder so. Irgendwas von beiden schon. Okay. Gut, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo, gleichfalls. Ja. Achso, die Fahrzeuge oben einfach hinstellen. Achso, Marlon. Die gehören uns jetzt. Nee, das können wir nicht machen. Die Seemaschine, die kann ich ja eigentlich gleich direkt abholen. Ich habe ja den Traktor oben stehen. Jo, mach das mal aus. Ciao. Jo, ciao, Björn. Jo. Ach so, Motor an. So. €100.000 verdient, einfach so durch ein Autorennen, weil der Cortez zu weit gefahren ist. Ja, schade für ihn. Was war denn jetzt schon wieder los? Machen wir jetzt noch ein Autorennen zurück? Ah, der kommt ja von hinten. Der Björn. So, jo, aber jetzt haben wir 280.000 Eier auf dem Konto und nochmal 54.000 Eier auf dem Anhänger, die uns auch nochmal knapp 200.000 bringen. Das heißt, wir können uns das Auto und die Condor locker leisten, weil wir ja von der Bronto auch nochmal Geld zurückkriegen. Und wir ja auch noch Geld für die Eier kriegen. Also alles schick, schön, easy peasy. Mal 400 €. Egal, wir haben ja 100.000 gekriegt. gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, übernachten wir? Fahre ich jetzt schon hoch und verkauf die Eier? Ich glaube, ich werde noch warten damit.
Oh, da habe ich einen überholt. Ich habe eigentlich vorhin gedacht, als ich hinter Björn hergefahren bin, an dem Blitzer, dass er mich ausbremsen würde und ich deshalb nichts zahlen müsste. Also. Aber das hat leider nicht funktioniert. Leider nicht. Naja, was soll's. So, jetzt bringen wir noch schnell das Wasser weg. Und dann sind wir heute auch schon wieder am Ende angelangt. Das heißt, wir haben heute schon 300. €322.000 gemacht. Mit dem Preisgeld. Wobei du das Preisgeld natürlich eigentlich nicht wirklich zählen kannst. Ist ja sozusagen keine Einnahme. Ist ja ein Preisgeld. Ups. Ist ja wie wenn du beim Lotto gewinnst. Hat er schon abgeholt, Supi. Gut, schmeißen wir da noch ein bisschen Wasser rein, dann läuft hier die Brodi wieder. Schön mit den beleuchteten Displays, super. Sieht man wenigstens wieder was. So, gut, das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wie gesagt, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen. Und falls nicht, schaut trotzdem gerne morgen wieder rein. 18 Uhr, nächste Folge Real Farming. Täglich 18 Uhr auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.